evangelische Jugend und Erwachsenenkirche hat was miteinander zu tun, hat aber im ersten Moment nicht viel miteinander zu tun, weil man ist immer so in seiner Bubble und die anderen sind in einer anderen Bubble. Also war bei uns zumindest so. Also ich meine, das ist jetzt alles rein subjektiv. Wenn ich mich mit anderen Menschen, kirchenfernen Menschen unterhalte darüber, dass ich mich in der evangelischen Jugend zum Beispiel engagiere, dann kommt immer so, oh, Kirche, aha. So, und dann steht gleich irgendwie so ein Elefant im Raum, mit dem man sich dann erstmal auseinandersetzen muss. Das war für uns alle irgendwie so nervig und auch nicht verständlich in einem gewissen Sinne. So, weil Menschen kommen ja hinein und haben ein Bild von Kirche vor Augen. So, und dieses Bild von Kirche war häufig dann halt negativ, was wir so empfunden haben. Und an diesem Bild, was wir ja auch anders sehen, also wir sind ja quasi aktiv in Kirche und sehen Kirche als etwas anderes, beziehungsweise möchten auch, dass sie sich weiterentwickeln kann. Und das wollten wir ganz gerne verändern. Und vielleicht auch nochmal einen jüngeren Anstrich geben, also dass man halt einfach auch sieht, dass Kirche Zukunft sein kann und nicht nur lebt, wie es Martin Luther, weiß ich, vor 500 Jahren gelebt hat, so nach dem Motto. Ein Ziel hatten wir natürlich oder haben wir immer noch, dass wir gerne Kirche für die Zukunft fähig machen wollen. Also, dass wir, also ich meine, die Kirchenzahlen, die sinken ja nicht ohne Grund sozusagen, weil Kirche muss halt wieder die Menschen ansprechen. Alle Menschen, vielfältig wie sie sind. So, und das ist halt das Ziel, worauf wir hinaus wollten. Und das kann nicht passieren, indem sich ein Gremium, ein jugendliches Gremium mit irgendeinem Thema befasst und ein Erwachsenengremium mit einem Thema befasst. So, sondern das muss halt alles Hand in Hand gehen. So, und deswegen haben wir uns gedacht, okay, diese Sitzung gestalten wir dann, kommen ins Gespräch und überlegen dann gemeinsam, wie wir etwas verändern können. Und unser Ziel ist dann halt natürlich auch gewesen, Veränderung. Schon klar ersichtliche Veränderung. Ja, schwierig war es nicht, sondern das Thema Zukunft in der Kirche interessiert halt wirklich alle Leute, die halt in der Kirche arbeiten. Also würde ich jetzt sagen, also zumindest sehr viele Menschen interessiert das. Und deswegen war es auch nicht wirklich schwer, die Leute zu begeistern, sondern es war halt einfach relativ einfach, sogar meiner Meinung nach. Also diese Thesen, die wir halt formuliert haben, waren halt wirklich alle prägnant und aussagekräftig. Und deswegen konnte sich da was drunter vorstellen, konnte auch zu jedem Thema etwas sagen. Was uns am Ende so ein bisschen genervt hat, war, dass so das konkrete Projekt gefehlt hat oder dass man etwas in der Hand hat, mit dem man arbeiten kann. Also das war jetzt der Zeit geschuldet, weil wir am Ende halt dann so durch waren mit der Zeit, weil alle Leute immer noch weiter diskutieren wollten. Das war halt ein bisschen schade dann letztendlich. Aber dass man wirklich feste Sachen formuliert, das würde ich nochmal jedem an die Hand geben, dass man das auch wirklich machen sollte. Oder halt auch eine Handlungsempfehlung oder eine Handlungsempfehlung ist, glaube ich, schon ganz gut, dass man die an die Gemeinden dann auch rausgeben kann zum Beispiel. Dass man sagt, so ist jetzt zu handeln. Und das bringt uns in der Kirche weiter. Es hat sehr viel gebracht. Und wir haben auch ganz viel in die Gemeinden gegeben und wurde auch viel aufgenommen, also in die einzelnen kleinen Gemeinden dann halt. Aber es war halt mehr so, hier habt ihr alles und sucht euch da was Schönes raus. Von diesen, was wir an Ergebnissen am Ende rausbekommen haben. So, und das ist dann halt ein bisschen prägnanter wäre halt schön gewesen, dass man sagt, okay, was sind die wirklich wichtigen Dinge hieraus? Aber es wurde schon gesagt, gerne wollen wir das häufiger machen. Also wenn wir das, keine Ahnung, alle 2 Jahre oder sowas in Anspruch nehmen, so dass wir sagen, ja, wir treffen uns alle 2 Jahre wieder, gucken, wie Sachen vielleicht umgesetzt wurden, wie Sachen vielleicht verändert wurden, wo könnte man nochmal wieder dran arbeiten und sowas, dass man da halt immer noch weiter dran arbeitet an diesem ganzen Thema. Kirche
ist nicht zukunftsfest, wie sie zurzeit ist. Die katholische Kirche hat da jetzt natürlich auch nicht viel mit diesen Missbrauchsvorwürfen, hat da natürlich auch nicht viel damit. Ich meine, das war ja auch nicht nur die katholische Kirche, aber es war auch die evangelische Kirche betroffen. Aber das hat ganz viel kaputt gemacht in der Bevölkerung. So, und das muss man erstmal wieder aufarbeiten. Und wenn man sich dann wieder den einzelnen Menschen, also den kleinen Leuten, weiß man nicht, das klingt immer so bescheuert, aber wenn man sich denen wieder zuwendet und vielleicht auch glaubenstechnisch dort wieder ein bisschen Relevanz bekommt, dann ist Kirche zukunftsfest, auf jeden Fall. Ja.